Hallöchen, liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play NHL 14. Ich bin FZFreak und begrüße euch zu Part 17. Ja, ich hoffe, meine Tonqualität hat sich jetzt verbessert, denn ich habe jetzt ein bisschen umgeschalten. Ja. Ich habe jetzt mir ein besseres Stativ endlich mal geholt. Aber das ist ja nicht wichtig. Der heutige Gegner heißt HC Lugano. Und immer noch Nilsson und Kennens. Soweit ich sehe, verletzt. Eieieiei. Shannon. Und wer ist hier falsch? Campaccioli. Lechton. So. Weiter. Weiter. Ich weiß nicht, wie es heute laufen wird. HC Lugano ist die Tabelle über uns. Ja, das glaube ich so oder so. Aber ich hoffe mal, das Spiel kommt gut raus. Wow. Ich hoffe, ich schill nicht die ganze Zeit mit dem Auge. Ich habe jetzt etwa, keine Ahnung, ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Zwei Wochen. Eine. Weiß nicht genau, um ehrlich zu sein. Ja. Es geht gleich los hier. Gleich Action Maction. Erstmal den Puck. Den Puck, ja. Den Puck verlieren. Ich weiß immerhin noch die Steuerung. Ja, sehr schön, schön. Haha. Ah. Shannon. Mit dem Pass zu Bastel. Bastel mit dem Schuss. Hui. Das war schon mal gefährlich, sagen wir so. Ah, scheiße. Das war eine scheiß Idee. Das war wirklich eine scheiß Idee. Boah. Danke, Flörler. So. Bastel nun am Pack hier. Voll komisch mit dem Headset auf dem Kopf. Mit dem Schuss. Boah, der Nachschuss verpasst hier, glaube ich, nur Bergi nur knapp. Ui. Ja, es war Bergi. Oh. Das wird ein Eisen geben. Ja. Ne? Doch nicht. Wuckler. Holt sich die Scheibe noch vor der roten Linie. Ich glaube, es ist eine rote. Ah, und das war abseits von HC Lugano. Ja. Bin nicht so gut wie die richtige Mannschaft im Moment, was das angeht. Richtige Mannschaft ist zu oberst und ich bin nur auf Platz 8, obwohl ich bin auch noch nicht fertig mit der Saison. Also ich bin noch nicht so weit wie sie. Ist ja erst 17 und sie sind schon bei Spiel über 30, also 36, so viel ich weiß. Au. Das hat weh getan. Du Wichser. Hm. Jetzt haben wir endlich einen. Ja, okay, nein. Vergesst, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, jetzt haben wir endlich einen festen Upload-Plan. Aber wenn das rauskommt, dann haben wir schon seit 3 Wochen einen festen Upload-Plan. Und du bist scheiße. Und das hast du erzählt leider nicht. Du verpisst dich hier, Mann. Hast du Probleme? Mein Gott, sie kann jeden zusammenschlagen, Mann. Spaß. So. Wenn es jetzt ein bisschen doof getönt hat, war, weil ich das Mikrofon ein bisschen weiter nach unten getan habe. Ich habe jetzt so ein geiles Stativ, so ein Schwenkarm, genau. Ist eigentlich noch richtig gut, habe mich gewundert. Lechton mit dem Schuss ging über die Latte. Wo ist der Pack? Vic hat ihn. Eieiei, was mache ich eigentlich hier? So, zu Vic. Scheiße. Scheiße. Ja, okay, das ist kein Problem für Flüeler. Jetzt wird es schon ein bisschen brenzliger, glaube ich, vor dem Tor.
Aber Flöder bewahrt die Übersicht und hat sich Stoffelscheibe geholt. Mit der Passion Nummer 13, Lechthorn. Lechthorn zu Bastel, Bastel. Oh, wollte den Rechtschuss nehmen, aber jetzt mit dem Schuss aber nicht ins Tor. Dann Pass zu Berchi. Berchi, 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 Berchi. Mit dem Schuss. Aber kein Tor. McCarthy. Mit dem Schuss. Auch kein Tor. Wie schon so oft. Ich laufe einfach an der Scheibe vorbei. Also ich laufe voran, das ist gut. Ah, der Pass zu Shen. Konnte nicht klappen. Schneider. Shannon. Zu Berchi. Berchi, Berchi, Berchi. Mit der Drehung, aber den Packverlust leider. Chen will die Scheibe aber bekommt sie nicht. Jetzt kein Tor kassieren. Ist nie gut. So, nun Money. Das wird der letzte Angriff sein in diesem Drittel. Ah, na, das wird nichts mehr. Nein. Das erste Drittel geht torlos zu Ende. 0:0 steht es nach den ersten 20 Minuten. Ah, setzt das Spiel gleich fort hier. Ja. So, nun McCarthy zugleich zu Shannon. Shannon mit dem Dribbling. Ja, das war kein Tor. Steh auf, Shannon. Sieger am Carven, am Carven. Mit dem Schuss aus der Distanz. Ja, kein Glück gehabt. War klar. Oh, 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 jetzt wird's kritisch. Ui, Shen, sehr schön die Scheibe abgefangen. Ah, das war ein Fehlpass leider. Scheiße, Mann. Oh, ja, okay. Ja, das kann ich auch. Oh. Ha! Ui! Ja, der Captain Matthias Seger. Matthias Seger. Weißt du besser? Ich weiß nicht. Oh scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Wo ist der Pack? Dort ist der Pack. Ja, da ist der Pack. Bei Blindenbacher. Ui. Riskanter Pass. Nicht geglückt. Dan Fritsche. Stimmt, hier spielt er noch bei Lugano. Jetzt spielt er auch bei ZSC. Im Umtausch gegen Maurer sozusagen. Spieler tauschen geht auch, ne? Warum nicht? Denkt man sich. Macht es einfach. Blindenbacher. Ui. Mit dem Schuss. Kein Tor. Ich drücke jetzt gerade ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Dass ich ein bisschen die offensivere Mannschaft bin. Boah. Stoffel wollte sich noch reinlegen. Aber es hätte nichts mehr gebracht. Blindenbacher. Mit dem Pass zu Mone. Mone hat das Auge für Scheppi. Mit dem Schuss. Ei. Aus dem Schwung sozusagen. Nein. Vorbei. Vorbei. Schade. Oh Mann. Ich will keine Fehlpässe machen. Bam. Boah, das war knapp. Ja, schön Sieger. So, nun. Wird das die Befreiung sein? Ich weiß es nicht. Ei, bisschen rumcruisen. Ah, aber wo Claire? Dieser Hundesohn. Oh, Flörler mit der Parade. Und das ist das erste Bulli vor dem Zürcher Tor. Hat auch noch keine Strafe gegeben. Das Offside, Offside. Leck mich. Offside, Offside. Ah, oh, scheiße. Oh!
Bastel hat die Scheibe nach Ulmer, ja genau. So, Blindbacher holt sich die Scheibe. Bastel hat sie. Sehr gut. Ah, Mann. Warum klappt das nicht, Mann? Das nervt mich gerade. Das nervt mich sehr. So, Shannon. Shannon. Bastel. Mit dem Schuss. Oh, nee. Wurde geblockt, der Schuss. Leider. Leider, leider. Ui. Checking auch daneben. Der nicht. So, mein Garcia, hol dir die Scheibe. Ja, ja, ja. Sehr schön. Vic. Vic. Hier. Mit dem Schuss. Das hätte gefährlich sein können. Sagen wir es so. Boah. Knapp übers Tor. Ja, das, oh, ups. Das war kein Schuss von McCarthy, ich meine, ein Verteidiger. Ich kann nicht so viel erwarten. Schade. Ich hätte immer noch 0 zu 0, Mann. Scheiß, die waren dann. Ah, verliert das Bulli leider. So. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht mehr allzu fest drückt, dass ich auch mal mehr zu meinen Torschüssen komme. So, nun, Shen. Eigentlich will ich mal, ich spiele so viel über rechts. Ich will mal mehr über links spielen, aber irgendwie klappt mir das nicht. Weil ich immer mehr rechts die Scheibe gewinne auch. Ja, das war der Schoner. Der Schoner, Mann. Der Schlittschuh, meine ich. Ah! Oh, flückiger. Schöne Parade. Muss man ihm lassen. Bam. Schön Traxler. Na, ah, Traxler hat den Pack noch. Zu weg. Mit dem Schuss aus der Distanz. Ui, das hätte ins Auge gehen können. Nein, boah. Schöner Pass. Lechtern mit dem Schuss. Aber Flückiger hält ihn einfach wieder. Ey. Scheiß, die waren dann, Mann. Flückiger spielt wirklich ein sehr gutes Spiel jetzt gerade. Muss man ihm lassen. Er spielt schon sehr konstant. Das Bulli gewonnen. Maurer mit dem Direktschuss. Wollte nicht klappen. Leider, leider, leider nicht, ne? Leider nicht. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich das Bulli verloren. Ha! Fahr nicht mehr am Pack vorbei, vergiss es. Das Zürcher Aufbauspiel. Boah! Aus der Drehung. Scheiße, scheiße. Boah, ich, ey. Nein! Oh. Ja! Wuhu! 1:0! Ryan Shannon, Topscorer, schießt das 1:0! 10 Minuten 33, Nachfolge von Patrick Bertsch und Severin Blindbacher. Jetzt nun in Zürich 1:0 für die Löwen. Ja, Mann. Gleich wieder Druck machen aufs Tor. Scheiße. Rosa, mein Gott. Wer heißt schon Rosa, Mann? Rosa. Ich heiße Rosa. Ich bin so gay. Ja, schön reingelegt. Bist du Rosa? Nein, ich bin Violett. Ich bin gelb. Und ich bin rot. Scheiße. Boah. Schön, McCarthy. McCarthy lanciert den Angriff. McCarthy, McCarthy. Ah, der Schuss versaut.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich spiele ein bisschen besser langsam in der Defensive, um ehrlich zu sein. Dass ich es langsam besser weiß, wie es geht, sagen wir so. Ah, okay. Ich komme ja schon aus dem Offside zurück, mein Gott. Komm, hol dir. Boah! Einfach mal drauf, ja, easy. Kann ich auch eigentlich. Gut, Money. Money in die Zone rein. In die Zone rein. Ah, pff, knapp. Shannon. Hätte klappen. Oh, und der Nachschuss war leider auch kein Tor. Noch eine Minute. Jetzt könnte. Sie könnten den Torwart rausnehmen. Ich glaube, sie werden das auch tun. Und nicht, wenn ich im Scheinbesitz bin, natürlich. So, Berchi. Mit dem Schuss aus ist das. Für Flückige kein Problem. Jetzt wird es einen Bulli geben. Vor dem Lugano-Tor. Wenn ich das Bulli verlieren werde und Lugano Druck machen wird, dann werden sie den Torwart rausnehmen. Ich weiß es jetzt schon. Jetzt wird der Torwart rausgehen. Ich weiß es. Jetzt wird der Torwart rausgehen. Sie werden ihn jetzt rausnehmen. Ja, Gasttorhüter vom Eis. Das ist meine Chance. Was läuft? Hä? Warum konnte ich gerade nicht schießen, Mann? Ohne Spaß. Scheiße. Das war so klar. Und das ist ein sozusagen ein Powerplay für sie jetzt. So. Ja, das ist ein Offside. Das können sie nicht verwerten. Vergiss es. Ich lasse die Zeit für mich spielen. Ja! Zwar nur 1-0, aber wieder mal gewonnen. Ja, geile Sache. Juhu. Da, 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 da. 1-0 gewonnen gegen HC Lugano. Ja, finde ich gut. Ja, Mann. Ba, 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 ba. Spaß beiseite, Mann. Finde ich nice. Wirklich, fände ich gut. Boah. Ich hätte das Ganze ja mit Facecam machen können. Nein, Spaß. Nein, ich hätte theoretisch mit Facecam machen können, aber ich mach's nicht. Warum nicht? Weil ich mich nicht zeigen will im Moment. Weil wir uns nicht zeigen wollen. Und jetzt werfe ich doch gerne mal einen Blick auf die Tabelle. Statistiken. Tabellen. Ja, wieder auf Platz 6, Mann. Und Lugano. Oh, Lugano ist 11. Okay. Bern ist immer noch letzter, Mann. Scheiße, Mann. Und Ambri ist immer noch erster, soweit ich es gesehen habe. Und dann heißt es Heim gegen Bern. Sonntag. Oh, das war live. Ich weiß nichts schauen, aber das war Retro-Spiel. Der hat 6-0 gewonnen. Ja, 6-0. Nein, aber ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Eine positive Bewertung würden wir ich uns freuen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Angel 14. Ich bin euer FZ-Freak und bis dahin, Leute. Haut rein. Tschüss.